Viel Spaß, Jazz Nova Live. Make some noise! Jazz Nova Live, dieses Highlight des diesjährigen Zeltevel in Karlsruhe, das durften wir auf keinen Fall verpassen. Eine Fusion aus Jazz, Funk, Soul und Breakbeat umschreibt nur in etwa den einzigartigen Sound des sechsköpfigen Berliner Club-Kollektivs. Mit dem neuen Album Of All The Things präsentieren die Musiker von Cesanova nicht nur ein faszinierendes Studioalbum, sondern auch wieder ihren einzigartig spielerischen Umgang mit Musik. Cesanova-Produzent Axel Reinemer war mit Live-Musikern wie Sänger Paul Randolph, Gitarrist Kalle Kalima, Drummer Tommy Baldu und Keyboarder Sebastian Studnitzky on Tour. Eigentlich hier Stefan und ich, die halt die meiste Musik von Cesanova machen, wir kennen uns eigentlich schon seit der Kindheit. Wir haben irgendwann mal angefangen mit Kassettenrekordern und so Hörspiele gemacht und hat sich irgendwie immer weiterentwickelt. Irgendwann mal den ersten Drumcomputer gekauft und das war alles so sehr spielerisch und dann aber sind wir immer weiter in die Richtung gegangen. Das hat uns immer weiter interessiert und dann kam irgendwann mal das erste Stück von uns, das erste Demo im Radio und das war dann total toll und dann haben wir einfach weitergemacht. Ja, also bei uns war es, also wir sind halt seit 13 Jahren als DJs unterwegs immer und die Frage, wann tretet ihr dann mal live auf, ist eigentlich seit dieser Zeit so da immer von den Leuten. Die waren dann manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn da schon Cesanova kommt und dann legen da zwei DJs auf. Wir haben mal gefragt, wann gibt es das mal live und wir wussten halt immer nicht genau, wie wir es irgendwie umsetzen sollten. Haben wir gedacht, ja, machen wir mal irgendwie. Und jetzt war aber genau der Zeitpunkt mit dem neuen Album und der neuen Herangehensweise an die Musik, die sich halt über den Lauf der Jahre so entwickelt hat. Wir haben auch einen Soundtrack produziert für ein Theaterstück in Berlin, haben Clara Hill-Platten gemacht und haben uns immer mehr zu diesem echten Instrumente-Ding hin entwickelt und die Aufnahmetechnik verfeinert und so. So dass es jetzt eigentlich ein logischer Schritt war, das live zu bringen. Also es war der perfekte Zeitpunkt, mit diesem Album live auf die Bühne zu gehen. Du bist ja so der Mann im Hintergrund, genau. Wie fühlst du dich da hinten? So? Na, also genau, ist ja für mich eine neue Sache. Also wir haben jetzt die 20. Show gerade gespielt und am Anfang ist natürlich, wenn ich jetzt eine falsche Taste drücke oder so, dann bricht alles auseinander. Dann kommen irgendwie falsche Sounds raus, dann stimmen die Harmonien nicht mehr, dann ein falscher Rhythmus, irgendwas. Und jetzt im Moment kann ich es genießen, kann abgehen und denk gar nicht mehr nach und eigentlich packt mich die Musik einfach und ich kann es eigentlich gar nicht kontrollieren so richtig. Ist das schon mal passiert? Was? Dass du eine falsche Taste eingetragen hast? Nee. Was würdest du tun in dem Moment? Also man muss dann, glaube ich, überspielen einfach. Das wünschen wir dir natürlich nicht. Ja, wir haben halt auch eine ziemlich genaue Vorstellung, was und wie es gespielt werden soll. Also wir komponieren das ja vorher am Computer, drucken dann die Noten aus, treffen uns mit den Leuten und wollen eigentlich auch schon ziemlich genau, dass es so umgesetzt wird, wie wir das im Kopf haben, was für die Musiker oftmals ein bisschen so eine härtere Schule ist, aber letztendlich finden sie es dann auch gut, dass wir die richtig fordern. Und wenn alle auf der Bühne zusammenspielen und das dann funktioniert, ist eigentlich ziemlich super. Also ist ja auch, die Musik ist ja auch dazu gemacht worden, dass andere die spielen, weil wir alle keine Instrumente spielen. Karaoke girl, tell me where does the shore and the heavens end and spend? Oh, there's no mistaking we have shared this glass before. Yes, you recognize me, keep it as it is and never more. Also wenn man sich ein Stück aus einer Schallplatte rausnimmt, samplet, dann samplet man es jetzt vorrangig, weil man halt irgendwie diese Streicher haben will zum Beispiel. Aber im Hintergrund ist noch ein Gitarrenton, der da reinklingt oder irgendwie ein Schlagzeugklang und das ganze Ding hat irgendwie so eine Atmosphäre und das haben wir versucht jetzt auf unserer neuen Platte auch selbst herzustellen. Also wir müssen jetzt quasi nicht mehr samplen, sondern haben uns selber
Soundwelten erschaffen, indem wir sie selbst aufgenommen haben, zusammengemischt haben und dann wie Samples behandelt haben. Und haben uns halt stark an 60er, 70er Jahre Klängen orientiert, weil ja, da steckt irgendwie so viel Leben drin, so viel Einzigartigkeit. Und das wollten wir damals, als wir gesampelt haben, einfangen oder haben es zwangsläufig eingefangen und haben uns jetzt auf die Suche begeben, sowas zu erzeugen, um es in unseren Stücken verwenden zu können. Ich meine, du hast jetzt gerade vorhin beschrieben, du hast ein stressiges Leben. Wir haben den Bus gesehen, wir sind vor dem Bus geflüchtet. Wie gestaltest du deine Freizeit? Was machst du, um ein bisschen abzuschalten, außer Musik machen? Genau, also oftmals nicht Musik hören, sondern einfach irgendwie, ja, mit Klischee-Antwort, aber es ist wirklich mit Freunden sich mal wieder treffen und austauschen, weil das geht dann oftmals auch ein bisschen verloren. Genau. Und die Band an sich, trifft die sich auch ab und zu dann und irgendwie, um einfach zu resetten? Oder was macht ihr? Eigentlich nicht. Also wir sind halt ja so eine zusammengesetzte Band. Also wir haben uns alle bei unserer LP-Produktion kennengelernt, also die Leute, die ihr heute hier gesehen habt. Und wir sechs Jessanova-Leute treffen uns auch nicht so oft, um zusammen in der Freizeit was zu machen. Also da gibt es immer so kleinere Sympathiegrüppchen, der mit dem oder so, aber dass wir alle sechs immer jetzt im Park sitzen und grillen und so, das kommt nicht so oft vor. Also vielleicht irgendwie maximal 30 Mal im Jahr, aber öfter nicht. Ich glaube, die Geduld, Musik wahrzunehmen, ist ein bisschen verschwunden. Sich irgendwie ganze Alben mal durchzuhören oder überhaupt ein Stück mal durchzuhören, dass irgendwie die Zeit oder die Lust oder das Interesse oftmals nicht da. Also kann man nicht, also ich merke es bei mir selbst auch, dass sich das verändert hat mit MP3-Playern und so. Und das ist schon irgendwie ganz cool, wenn man sich mal eine Platte von vorne bis hinten anhört, dann merkt man auch, dass da ein roter Faden hinter ist, im Optimalfall. Viele Platten kann man sich auch nicht von vorne bis hinten anhören. Aber es gibt so Platten und dann macht es auch Spaß, die Pause-Taste mal nicht zu drücken. Bei Karlsruhe ist super. Da hast du geübt, oder? We all together, the stars and